Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession bzw. einem neuen Let's Play von mir, The Firestorm OP, aka Chris, wie ihr mich nennen könnt. Und wir spielen heute Uncharted 4 A Thief's End. Endlich habe ich es auch geschafft, mich zu diesem Spiel vorzukämpfen. Wir haben, falls ihr euch interessiert für die Vorgeschichte, bzw. die Geschichte, ja, die Vorgeschichte eigentlich zum Spiel, Uncharted 1, 2 oder 3, dann schaut einfach in die Videobeschreibung. Dort sind alle Playlists verlinkt von den Let's Plays. Ansonsten kann ich nur noch sagen, let us begin, shall we? Boah, das Schlechte. Guck kurz in die Option. Untertitel 1, Spieletipps. Oh, wenn ich mal nicht vorankomme, ihr kennt mich. Anzeige. Ist, keine Ahnung. Audio, Lautstärke, Effekte. So. Alles klar, das hat sowieso nur jemanden interessiert, Sprache kurz, Deutsch, 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 genau. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Story. Neuspiel. Das ist echt nicht gut. Festhalten! Nate! Sie holen auf! Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann. Scheiße. Oh, shit. Halte Kurs auf die Insel. Alles klar. Ich halte sie auf. Alles klar, Sam. Wer immer du bist. Oh, Scheiße. Sie kommen. Ihre Boote sind kleiner. Rammen sie. Alles klar. Yo, Mann, weg mit denen. Keine Chance, keine Chance. Großes Boot, großes Boot! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße. Ich sehe sie! Fahr weiter zur Insel! Sie dürfen nicht vor dich fahren! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Bring sie aus dem Wasser!
Oh, Scheiße! Heilige Scheiße! Das ist Karma! Verdammt! Es werden mehr! Oh, shit! Sam, was sagt der Motor? Mach vor, bitte! Scheiße, Alter. Da, ja, ich hab! Funktioniert's? Oh. Fahr direkt zur Insel! Ja, hab ich vor, mein Freund. Felsen, direkt voraus! Ich kann fast nichts sehen! Halt sie uns verbleiben! Ich geb schon mein Bestes! Felsen, schnell! Halt einfach durch! Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur immer die Felsen, wenn sie kurz vor mir auftauchen. Oh, Scheiße! Nathan! Nathan? Nathan? Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Die Verlockung des Abenteuers. Wir sind hier wohl in einem Jugendheim. Für Kinder, für Waisenkinder. Whatever. Wir haben wohl einen Bruder, Sam. Und hoch und rüber. Oh. Fuck. Ah. Ziemlich rutschig. Ja. Und wir gelangen mal zu ihm. Und wir sind wohl nicht der artigste von denen. War ja zu erwarten. Und ja. Okay. Still und leise. Ist wohl besser so. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Schwester Catherine ist wohl nicht sehr katholisch. Obwohl sie eine Nonne ist. Nicht bereit, den Jungen zu helfen. Auf jede erdenkliche Weise. Was eigentlich ein Waisenhaus tun sollte, ne? Oder nicht?
Verdammt! Wow, meine Akte. Not bad, not bad. St. Francis Heim für Jungen. Verhaltensbericht. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem von Nathans Büchern in die Luft herumgefuchtelt hat und den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort auf Edward gestürzt und den Größeren umgeworfen. Ich bin gleich hingerannt, um dazwischen zu gehen, doch da hatten sie es schon geschafft, sich gegenseitig zu schlagen. Administrative Unterschrift Pater Ryan Duffy. Tja. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit wohl. Ich muss zu dem Fenster. Ja, das sieht wohl danach aus, dass wir dahin müssen. Na los. Bewegung, Schwester. Oh, Schwester Catherine. Ich werde es niemandem sagen. Ganz sicher nicht. Schwester Catherine? Oh, Mist. Ah, Schwester Catherine. Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Oh Mann. Ja, ich komme doch schon. Ich bin schon unterwegs, mein Freund. Sam, mein Bruder, eher gesagt. Fast geschafft. Shit. Ganz ruhig. Sam? Sam, wo bist du? Du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Na, das ist deine Ausnahme. Aha. Ja, das sind Geschwister, so sieht das aus. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die Hand. Alter Schwede, bist du leicht. Geht die Schwester genug zur Futter? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Hier erinnere ich mich. Alles klar, also du, Sam war auch mal hier. Ist wohl abgehauen. Pater Duff. Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Hier lang. Okay, wir sind gleich da. Das war leicht. Ja, das war wohl leicht. Für dich. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben?
Einfach mir nach. Genau so. Boah. Und jetzt geht's ab nach oben. Juhu. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Ich hab's geschafft. Ich krieg das auch hin. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja, ach, Crystal? Mal ja, mal nein. Aktuell eher nein. Crystal? Welche Mädchen heißt denn Crystal? Ist auch so ein... Naja, sag ich jetzt lieber nicht. Okay. Steht, was das für ein Name ist. Kein Ruhm! Na los, Nathan! Denk nicht darüber nach! Du schaffst das! Hab dich! Glück gehabt! Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Total. In ein paar Jahren machen wir das alles sowieso. In, keine Ahnung, 15, 20 Jahren. Welche 25 Jahren. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. Okay. Ab durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Bereit, Tarzan? Bereit, mein Freund. Bereit, wenn du es bist. Komm, mach. Komm. Ja. Okay, weiter. Boah, fast gegen die Wand geklatscht. Kommst du hoch? Oh Gott, Nathan! Oh, ich habe echt gedacht, dass der weiter rechts bleibt. Aber naja. Bin ich halt genau auf ihn gesprungen.